Bitte schön, junge Dame. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Ich fange mal hier an. Frau Dr. Heiderit Sebald-Zabel, die bezaubernde Dame, kenne ich schon länger. Wen habe ich vor mir? Ich bin Ronja, komme aus Bielefeld und arbeite bei einer Krankenkasse. Ich mache gerne Sport und gehe auch sehr gerne gut essen. Kochst du denn auch selber? Ja, nicht ganz so viel. Der Schatz? Ja. Der kocht? Der eher. Meine Liebe, zum Schmuck, wo hast du dieses schöne Halskettchen her? Die habe ich zu meiner Konfirmation von meiner Urgroßmutter geschenkt bekommen. Also beides glaube ich, weil sie sieht für mich von der Anmutung, man möge mir das entschuldigen, eher so aus, als wenn man sie einer älteren Dame jetzt zuschreiben würde, als einem jungen Mädchen heutzutage. Ja. Obwohl, also jetzt vom ersten Eindruck, ich kann mich da auch vertun, oder? Ja, ja, vom ersten Eindruck stimmt das natürlich. Du bist ja auch schon geschult. Dankeschön. Aber ich habe auch sofort an diese wirklich modernen Tattoo-Ketten gedacht, die so ganz eng am Hals getragen werden. Ja, stimmt. Wie ja. Diese, wie so Collier de Chien, würde man sagen. Aber sie heißen eben offiziell Tattoo-Ketten. Aber das sind einfach auch so zusammengelegtes Kunststoffband, ist es eigentlich nur. Ne? Ach so, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Weil hier haben wir hier wirklich einen filigranen Golddraht. Sehr schön. Das ist eine ganz besondere, moderne Technik, die möglicherweise man sich abgesehen hat aus dem orientalischen Raum. Das könnte sein, da fallen mir so ein paar Ketten ein. Aber ich finde, sie sind etwas, was die Moderne hervorgebracht hat in erster Linie. Also in den 50er Jahren. Es sieht so aus, als wäre das gestrickt worden, eben wie diese sogenannten Tattoo-Ketten oder gewebt worden. Aber in Wahrheit war es so, dass ein Draht auf einen Wickeldorn aufgedreht wurde und dann Abschnitte geschnitten wurden und diese einzelnen Abschnitte wurden ineinander gedreht und dann oben verbunden hier. Und dann wurde das Eigenmaterial mit hoher Temperatur verschweißt, dass es sich zusammengezogen hat zu kleinen Kügelchen. Und auf der gegenüberliegenden Seite wurde ein Hohlkügelchen noch angelötet. Sehr schön, finde ich. Also schon viel Handarbeit. Ja, an diese Fruchtbarkeitsketten aus dem orientalischen Raum so ein bisschen, wo viel auch anhängt, so kleine Pendillen. Ganz wunderbar. Und so sieht man auch, wenn man das hier auseinander nimmt, dann ist es eigentlich wirklich nur so ein Band, was eben gezogen wurde. Und weil diese Drähte ineinander auch beweglich liegen, schmiegen sich sehr schön am Hals an, eben an diese Schlüsselbeine. Also jetzt gefällt es mir mittlerweile richtig gut. Ist nicht mehr Oma. Das ist top aktuell. Sehr schön. Und dann wurden noch aufgelegt hier kleine facettierte Rauten und eben diese runden Plättchen, um das weiterhin zu stabilisieren. Eine schöne Arbeit. Ja, eine gute Arbeit und sehr einfach gemacht. Natürlich industriell gefertigt, sicher. Die Kette kommt nämlich aus Italien. Das kann man auf der Rückseite gut nachvollziehen anhand der Punzen mit der gestauchten Raute aus Vicenza, dem italienischen Schmuckzentrum. Und zwar mit VI hier gemarkt und noch mit einer Herstellerkennung, die 88, die ich nicht so ohne weiteres auflösen kann. Es gibt zehntausende Hersteller. Und darüber hinaus dieser Stempel noch mit 750 für 18-karätiges Gold, so wie es in Italien auch typisch ist. Wie viel würdest du gerne haben wollen? Also natürlich mindestens den Goldwert. Weißt du den denn in etwa? Ich glaube so um 1200 und ja, 1500 wären schön, wenn es klappen würde. Liegt was Besonderes an? Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall auch dafür benutzen, um irgendwie ganz besonders essen zu gehen, was man jetzt nicht so jeden Tag machen würde. Gut, jetzt hören wir mal, was es wirklich wert ist. Ja. Wie schätzt Heide das Collier ein? Der Goldwert liegt etwas höher als der von Ihnen berechnet. Oh. Nämlich bei 1330. Okay. Ui. Und darüber hinaus würde ich noch ein gutes Stück darüber gehen, nämlich auf 1400 bis 1600 Euro. Schön. Ja, da liegen die 1500 doch mal verdammt in erreichbarer Nähe. Ja, super. Ich sehe dich schon mit deinem Schatz dinieren. Ja. Das wird ein Hammer. Ich auch. Ja. Meine Liebe, dann würde ich sagen, ist das die Reservierungskarte. Bitte schön. Dankeschön. Ja, jetzt danke. Tschüss. Dir. Tschüss. Aber das ist schön. Sieht ja aus wie so Nieten hier. Ich freue mich jetzt, in den Händlerraum zu gehen, bin aber auch ein bisschen nervös, wie Sie auf das Collier reagieren werden. Gefallen hat das Schmuckstück bereits gefunden. Aber wird man sich in puncto Preis einig? Hallo, die Hallo, Dame. Guten Tag. Hallo. Hallo, guten Tag. Hallo. Sie wollen ein Erbstück, denke ich mal, von der Oma. Genau. Ja,
Uroma sogar. Eine Uroma. Ja. Aus Italien ist es? Habe ich eben in der Expertise erfahren. Genau, ein Kragencollier. Mhm. Und das ist auch durchaus noch modern und gut tragbar heutzutage. Sehr schön. Ja. Aus den 40er Jahren oder von der Zeit? Ja, 50er Jahren. 50er. Hat die halt okay. gesagt. Mhm. Ja, ausgehendes Art Deco. Ja. Genau, sehr schön. Es ist jetzt von der Handarbeit nicht das ganz das Große und deshalb fängt ein Goldankäufer jetzt an bei 900 Euro. Das ist unter dem Goldwert, aber so läuft das nun mal. 900 Einstieg. Ich mach 1000. 1050. 1100. 1150. 1200 kann man geben. 50. Da lehnen wir uns mal ganz entspannt zurück, Elke, oder? Jo. Macht mal weiter, die Jungs. Die Damen lassen uns die Arbeit machen, oder? Ja, mit 1250 kommen wir zwar klar damit. 1300. Ich wollte nur mal dieses Rumoren hören. 1400 Euro bei mir. 1450. 1500. Dann gebe ich 1550. 1600. Das gebe ich nicht. Okay, ich verabschiede mich auch. Elke, noch mehr? Nein. Nein? Wollen wir ein Geschäft machen mit 1600 Euro? Machen wir gerne. Super. Okay. Junge, das läuft heute wieder wie Schmidts Katze hier. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. Vielen lieben Dank und alles Gute für Sie. Vielen Dank. Adieu. Tschüss. Danke. Tschüss. Ich finde, das Collier ist toll zu kombinieren. Auf dem Blazer, auf dem T-Shirt. Also, klar. Obwohl es schon so alt ist, 70 Jahre, es ist total im Trend. Alles kommt wieder. Jetzt habe ich zwar ein Konfirmationsgeschenk von meiner Urgroßmutter verkauft, aber ich bin trotzdem froh darüber, weil ich werde da jetzt was ganz Besonderes raussuchen, ganz besonders schönes Essen und darüber freue ich mich.